Spruch, das sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Und danach. Das sollte funktionieren. Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker. Ich komme mir gerade vor wie ein Nachrichtensprecher. Jeder ist auch nicht so. Kurz zu eigener Sache, und zwar, heute war ich beim Kontrast-MRT und leider ist da nichts auf den ersten Blick aufgetaucht, was die Kopfschmerzen verursacht. Und morgen werde ich einen Vitamintest machen bei meinem Hausarzt. Also ich werde alle möglichen Vitamine durchchecken lassen und Mineralstoffe auch, ne? Und Magnesiummangel und alles Mögliche. Und mal schauen, vielleicht bringt das was. Wenn es nichts bringt, dann bringt es nicht. Dann sind die Kopfschmerzen eine psychische Sache. Ich war bei allen möglichen Ärzten. Und ich werde auf jeden Fall dann einen Termin machen für das Kopfschmerzzentrum in Essen. Mal schauen. Vielleicht haben die irgendwelche weitere Ideen ohne Medikamente. Ja, das war's, ne? Ja. Apropos, wenn ihr hier so das Pflaster seht, dann liegt das an den Kontrastmittel, das was mir gespritzt wurde. Und apropos, ich habe starke Kopfschmerzen auf der rechten Seite. Mein linkes Auge fuckt ab, die rechte Körperseite, also die rechte Seite des Kopfes tut weh, Kiefer auch. Und meine Hand ist taub plus ja, die rechte Seite. Also die rechte Seite vom Körper her. Nur halt der Kopf tut weh. Okay, kommen wir zum Meinungsvideo. Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen großen Motherfucker. Heute erzähle ich euch meine Meinung über diesen wunderschönen, wundervollen Anime-Film namens Tunnel of Summer, Access to Goodbye. Zu Deutsch heißt der Filmtitel, obwohl komischerweise die Manga-Vorlage und auch das Buch heißt The Tunnel of Summer. Also machen wir das jetzt auch einfach, ne? The Tunnel of Summer, Exist to Goodbye. Der Tunnel zum Sommer besteht zum Wiedersehen. Habe ich so Punkt, also so mal flachs übersetzt. Die Deutsch der Film der, der Film ist ja. Der Film ist in Deutschland am 20.10.2024, den Sonntag, erschienen, in Japan jedoch am 9.09.2022, den Mittwoch, erschienen. Ich habe mir den Film am Montag angeguckt. War das am Montag? Nee, Dienstag. Das war doch gestern. Dienstag, also am 22. war das, ne? 22.10.2024, also den Dienstag. Ja, eigentlich wollte ich mir den Film mit einem Freund nur angucken am Sonntag, jedoch hat er sich anders umentschieden und wir haben Evangelion, also den letzten Film, geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Irgendwie 3,30 plus 1, You are not Rado. Und ich habe mir so gedacht, ich möchte den Film unbedingt sehen, auch wenn ich nicht gewusst habe, dass der Film auf einem Roman basiert, dass der Film auf einem Manga basiert. Ich bin ja beim Anime-Film meistens so, dass ich mir die Filme angucken möchte, aber. Und das habe ich dann auch getan. Ja, später kommen wir zu den Daten, also das, was ich noch aufgeschrieben habe. Jedoch kommen wir zu der Geschichte. Zu der Geschichte möchte ich euch eigentlich gar nichts bis kaum was spoilern. Ich lese die Charaktere vor, weil ich die nicht im Kopf habe. Mal bei den japanischen Namen ist das so, dass ich die nicht so gänzlich im Kopf habe, außer ich gucke den Film, die Serie oder spiele das Videospiel öfters bzw. länger bei Videospielen. Also, in dem Film geht es um einen Schüler, der Kaoru Tono heißt, und er findet irgendwann ein Tunnel aus einem Zufallsprinzip, nur ja, wie das so meistens bei dem Film. Und der Tunnel heißt, habe ich das auch aufgeschrieben? Nee. Fuck, ich habe den nicht aufgeschrieben, aber ich habe den Gott sei Dank noch im Kopf. Der Urashima, ja, der Urashima-Tunnel. Und dieser Tunnel ist ein Mythos, eine Legende, und er erforscht diese Legende, diesen Mythos, diese Sage, diese, ja, Legende, diese Geschichte über diesen Urashima-Tunnel mit einer Schülerin, die welche Hanashiro
heißt. Und sie kommt, nun ja, was heißt kurzhand? Sie kommt neu in der Klasse und Anzu trifft sie halt vorher. Mehr möchte ich nicht zu der Geschichte sagen. Das ist halt die Geschichte, worum es geht. Nun ja, es geht viel mehr und da möchte ich euch eigentlich gar nicht spoilern, weil das, was ich dort gesehen habe, das, was ich dort erlebt habe, das ist einfach wunderschön. Zu der, das, was mich positiv überrascht hat, wie meistens immer bei Animes ist, die Geschichte war wunderschön, die Zeichnung war wunderschön, die Zeichnung war irgendwie auch anders, weil die Umrandung von den Charakteren und auch von den Objekten manchmal, das hat sich so angefühlt, als wäre es so eine, das sah so aus wie, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt im künstlerischen Kreise, jedoch würde ich sagen, dass so ein bisschen so, also ist das Aquarell? Kann man das Aquarell sagen? Also dass das nicht so typisch diese Umrandung hat von den Charakteren, allerdings irgendwie so, ich weiß nicht, das sah so grau-aquamäßig aus, also so grau-blau, und das finde ich weiß nicht, das hat so einen typischen wunderschönen Stil. Apropos Stil von den Zeichnerischen her, meistens wird dort wunderschön gezeigt, dass man also die Umgebung her und auch von den Charakteren her. Und was auch mir auch gefallen ist, Sonnenblumen spielen in diesem Film eine bedeutende Rolle. So wie bei Tokyo Ghoul, die Spinnenlilien, die welche ich auch wunderschön finde, hat in Tunnel of Summer Exists to Goodbye Sonnenblumen irgendwie eine tragende Rolle. Ja, dann, das war's eigentlich, ne? Das war's, was ich euch zu sagen habe. Aus den, Moment. Ah, das, was ich auch noch zu sagen habe. Die deutschen Stimmen, also die deutsche Vertonung von dem Film, fand ich grandios von den zwei Hauptcharakteren. Ich fand das auch gut, dass der Film laut war. Und also die deutschen Stimmen, die weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Und zwar K.O. To, nee, Julius. Jelly, nee, verkörpert bzw. spricht Kaoru Tono und Luisa Wieczorek, sie verkörpert, spricht Atsuno Hanashiro. Und irgendwie kam die bekannt vor, ich weiß nicht woher. Ich dachte schon, das wäre die gleiche, die welche auch bei, wie hieß der Film nochmal? Rascal, does not a dream of, nicht Burning Senpai, of Senpai, Bunny Senpai, ne? Ja, da kann ich euch auf jeden Fall sagen, das Geschichte habe ich euch gesagt, dann Zeichnung, das Aussehen, genau, von Blumen, die Charaktere und, was ich auch noch toll fand, bei Animes ist das ja meistens so, dass die Gefühle von den Charakteren, die werden dann mehr gezeigt und auch, dass die Entwicklung von den Charakteren, das sieht man auch während den Filmen. Und ich finde das einfach so wunderschön zu sehen, dass man sieht, wie alles miteinander zusammenfließt und dass das auch so wunderschön so ein Ergebnis ergibt. Dass das einfach einen fesselt und auch einen so mitnimmt von der Geschichte her. Dann, ja, die Entwicklung und ein wichtiges Thema in diesem Film ist auch Akzeptanz und Hinnehmen, was zurzeit ist. Und auch wenn es manchmal im Leben nicht so gut läuft, sollte man es, auch wenn es einem schwerfällt, hinnehmen. Ich nehme ja auch vieles hin und ja, so ist das leider. Das, was ich negativ euch sagen kann, ich hätte mehr Geschichte von Atsuno und wie hieß der nochmal? Kaoru? Kaoru gehabt. Die wird zwar ein bisschen angeschnitten und ein bisschen auch gezeigt, jedoch ich finde der Film, oh scheiße, ich habe ja ganz vergessen, wie lange der Film läuft und was das für eine FSK-Freigabe hat. Also die Laufzeit von Filmen ist 82 Minuten. Das sind etwa eine Stunde und 22 Minuten und die FSK-Freigabe ist ab 12.
Das hat man gemerkt. Also man hat gemerkt, dass der Film 1 Stunde 22 geht. Jedoch hat man auch das alles so gut verpackt, dass ich so sagen kann, auf jeden Fall, wenn ihr euch den Film anschaut, dann habt ihr fast alles gesehen, außer von der Story her. Da hätte ein bisschen mehr sein können, finde ich. Meine Meinung ist das meistens immer so. Ja, und total. Manchmal sind die Themen nicht konsequent durchgeführt worden. Ja, das war's eigentlich, was ich euch sagen kann. Kriegt ihr eine Filmempfehlung von mir? Ja, ihr kriegt eine Filmempfehlung. Wenn ihr euch den, nun ja, wenn ihr euch den Trailer angeguckt habt, dann kriegt ihr auf jeden Fall das, was im Trailer zu sehen ist. Ich möchte nicht sagen, was man dort sieht. Allerdings fand ich dort, da wo die an einer Stelle waren, also ich habe da laut so wow gesagt. Also stell dir vor, ich sitze so hier und schaue mir die Szene an und denke mir so, wow. Ich finde das einfach, weiß ich nicht, Anime-Filme sind irgendwas Besonderes für mich. Am 29. kommt auch My Hero Academia im Kino. Leider werde ich ihn mir nicht angucken. Ich möchte einen anderen Film sehen, und zwar Hagen. Je nachdem, ich weiß noch nicht, ob ich den am Wochenende gucke. Eigentlich wollte ich im Resident Evil 4 Remake mit meiner Schwester weiterspielen. Jedoch klappt es dieses Wochenende nicht. Und ja, ich hoffe nächsten Monat oder darauf darin Monat. Dann haben wir schon Dezember. Ja, meine Filmempfehlung habt ihr. Mehr brauche ich eigentlich nicht sagen, ne? Weil, wenn ihr Anime mögt, guckt euch den Film an. Wenn ihr kein Anime mögt, guckt euch den Film nicht an. Ich sag euch am besten, meine Filmempfehlung habt ihr, ja oder nein, und das war's. Das ist eigentlich punktuell und richtig. Dann möchte ich euch noch einige Daten geben, und zwar der Roman, der erschien am 18.07.2019, den Donnerstag in Japan. Leider gibt es den noch nicht in Deutsch, jedoch gibt es ihn in Englisch. Der Originaltitel heißt, so wie auch, ich glaube, der Anime, also der Film, Natsuo e no Tonero Sayonara no Degushi. Der Schreiber, also der mir den Roman geschrieben hat, heißt, oder die, heißt Mai Hachimoku. Ja, noch in Englisch, und die Mangas erschienen am 18.07.2019, also am gleichen Tag. Ich glaube, der erste Band, den Donnerstag bis zum 19.11.2021, den Freitag. Es gibt insgesamt vier Volumes, also vier Mangas, und der Titel heißt The Tunnel of Summer, The Exist to Goodbye, Ultramarine. Zu Deutsch heißt er dann der Tunnel zum Sommer direkt besteht zum Wiedersehen Ultramarin. Es gibt den Manga leider immer noch auf Englisch, und ja, das war's eigentlich, was ich euch zu sagen habe. Es gibt weder ein Spiel noch sonst was, das was ich nicht gefunden habe. Und da möchte ich euch noch sagen, Anime-Filme ich dieses Jahr gesehen habe. Und zwar, ich gehe das jetzt nicht alphabetisch, sondern chronologisch, also von Anfang des Jahres bis weiteren. Bis jetzt. Also zuerst der Junge und der Reihe. Der Junge und der Reihe, den gibt es zurzeit auf Netflix. Den gibt es leider immer noch nicht auf Blu-ray. Also die deutschen Release Demon Slayer zum Training der Säulen. Habe ich mir ja meinen Geburtstag angeguckt. Da hatte ich auch leider starke Kopfschmerzen. Prinzessin Mononoke. Wunderschön, wunderschöner Film. Spy X Family, Code White. Der war toll. Rascal Does Not a Dream of Sister Venturing Out and Rascal Does Not a Dream of a Knapsack Kid. Das waren ja zwei Filme in einem. Lonely Castle in the Mirror. Der fiel mir beim vorigen Film nicht ein. Also bei irgendeinem Meinungsvideo. Die Corsage und Tunnel to Summer. Leider gibt es zurzeit kein Blu-ray-Release zum Tunnel of Summer, to Summer. Ich werde mir den auf jeden Fall irgendwann mal holen. Wenn er zum Release kommt, weiß ich nicht. Je nachdem, wenn er 20 € kosten würde, würde ich sagen, fuck drauf, ich hole mir den. So wie auch die anderen Filme. Habe ich leider immer noch nicht geholt. Spy X Family, Code White gibt's, glaube ich. Gibt's den auf Blu-ray? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt's den auf Crunchyroll, falls ihr euch den anschauen möchtet. Und auf Amazon gibt's den, glaube ich, auch. Allerdings als Kauf
Funktion. Ja, das war's, was ich euch eigentlich sagen wollte. Ich hoffe, mir geht es in den weiteren Tagen besser, weil ich möchte ja noch Project Zero weiterspielen und heute habe ich mir bei einem Secondhand-Laden At Gain oder Gain gekauft für 2 Geld, The Whiskin Siricola. Den habe ich mir als Stream angeguckt damals und den wollte ich mir irgendwann mal bei Andre kaufen und für 2 Euro dachte ich mir so, wow, direkt mit dem. Eigentlich war da ein anderer Film, den ich mir mitnehmen wollte und zwar Stadt der Engel und, oh, Verzeihung, die wahre und bizarre Geschichte hinter Psycho TCM und Schweigen der Lämmer. Texas Chainsaw Massacre, ne? TCM. Und ich habe euch Filmempfehlungen mitgebracht. Und zwar, ich hoffe, ihr sagt das richtig, die Geschichte vom Prinz Genjin Monogatari. Ich weiß, ich habe den Film mir, glaube ich, nicht einmal angeguckt und ich wollte mir den Film mit einem Friend angucken. Ich habe ihn extra am Wochenende gesagt, da wo wir Silent Hill 2 Remake gestreamt haben. Oh, apropos ich kann das auch auf YouTube streamen, ich wusste das nicht. Und je nachdem, wenn wir das wieder streamen, frage ich ihn vorher, dann streame das auf YouTube. Dann natürlich Fireworks. Alles eine Frage der Zeit. Und ja, das soll es wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Apropos, vielen Dank für die Menschen, die welche mir ein Like geben und welche, also die gefällt mir geben und die welche auch die Videos angucken. Weil in der Zeit kommt das irgendwie vor, dass irgendwie voll, dass mehrere Menschen, also dass eine Vielzahl von Menschen sich meine Videos angucken. Vielen Dank dafür. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann spiele ich Project Zero im Kampfmodus. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es, einen S-Rang zu kriegen. Oh, wir haben erst 20:25 Uhr. Ja, hoffentlich wird das mit den Kopfschmerzen besser. Damit soll es gewesen sein. Je nachdem, gucke ich mir Hagen in Tal der Nebelung an oder My Hero Academia. Und es kommt ja noch ein Film am Halloween. Da bin ich am meisten gespannt. Weil viele sagen, das ist der Horrorfilm diesen Jahres. Jeden Monat kommt irgendwie ein neuer Horrorfilm und nächsten Monat kommt ein Spinnenfilm namens, hieß das Spidey? Spidey, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Irgendwie am 22. November. Den möchte ich mir unbedingt angucken, weil ich fand das Ding auch interessant, jedoch Spiders, ne, Spiders. Vielleicht wird er besser. Und ich freue mich auf Arachnophobia, das Remake. So. Das soll es wirklich gewesen sein. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen großen Motherfucker. 19 Minuten bis jetzt und euer Sönne Kasper. Ciao, ciao. Ja, ich habe noch Schuhe. Noch Karte.